Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles samt miteinander. Kaffee trinken wir später. Trinke ich später alleine, ohne euch. Aber ja, gut. Freunde, guten Morgen. Heute geht es um mein neues Buch Auswandern nach Schweden. Besser gesagt, erfolgreich auswandern nach Schweden. Zwischen den beiden, Auswandern nach Schweden und erfolgreich auswandern nach Schweden, da klafft ja eine Kluft. Es geht nicht um Schweden allgemein, es geht hauptsächlich um Nordschweden, also Region Lappland. Da sind wir nämlich im Augenblick. Im Jahr 2021 sind wir mit der ganzen Familie nach Schweden ausgewandert. Wir, ich, meine Frau und 4 Kinder und der Hund. Ja? Wir haben uns einfach ins Auto gehockt und sind losgefahren. Ohne Netz, ohne doppelten Boden. Warum? Wir hatten damals diese Charlie-Sache. Die hat uns angewidert. Schweden hatte damals einen Sonderweg eingeschlagen. Und ihr seht schon, ich erzähle ein bisschen über die Reise, ja. Auf jeden Fall, wir hatten keinen Bock mehr auf irgendwelche Masken tragen, auf irgendwelche Maßnahmen wie Lockdown, Ausgangssperre und so weiter, etc. pp. Es waren nicht die einzigen Gründe, warum wir weg sind, aber somit der Hauptgrund. Ja, und was soll ich sagen? Es war eine abenteuerliche Reise. Es war eine Reise, wo wir alle solidarisch zusammengehalten haben, denn die Kinder haben wir gefragt, wollt ihr damit? Wir haben denen erzählt von dem Abenteuer, von dem, was wir vorhaben und dass wir nicht zurückkommen werden. Die haben alle gesagt, jawohl, das wollen wir machen. Wir möchten damit. Wir wollen hier auch nicht bleiben. Wir wollen nicht in eine Schule, wo man uns diese Dinger reinschiebt bis ins Kleinhirn, wo wir ja diese Dinger hier tragen müssen und wo wir ganz einfach ja gemobbt werden, weil wir vielleicht anders denken. Wir sind weg. Grenzübergang, erste Stadt in Schweden, Ystad, rein ins Supermarkt. Ja, und da war ja dann der Sonderweg Schwedens. Da hast du Menschen gesehen, die Abstand halten und so an der Kasse. Gab's da nicht. Masken tragen, gab's da nicht. Oder auch diese Angst, die wir alle hatten in Deutschland, damals, die war nicht da. Die hatten die Schweden nicht. Und wir waren noch in Südschweden. Und je weiter es dann hochging Richtung Norden, desto mehr haben wir uns wiedergefunden. Das war für uns gefühlt bei der Anreise schon Heimat. Ja, und jetzt sind wir seit 3 Jahren hier in Nordschweden, Lappland, und wir fühlen uns hier sauwohl. Wir wollen hier nicht mehr weg. Jeder von uns hat die PN, das ist die so dringende und zwingende Personennummer. Die ist unwahrscheinlich wichtig. Wie man daran kommt, erkläre ich in meinem neuen Buch. Wir haben alle die ID-Card, das ist eine Art Identitätskarte, ja. So eine Art kleiner Personalausweis. Die Kinder gehen seit 3 Jahren in die Schule, die Kleinsten in den Kindergarten. Wir sind aufgenommen, wir haben Freunde, wo da die ganze was kostet die Welt. Wir wollen hier nicht mehr weg. Hier sind wir und hier bleiben wir. Und über unser Abenteuer, warum, wieso, weshalb, von A nach Z, habe ich ein Buch geschrieben. Ja? Das Buch Erfolgreich auswandern nach Schweden. Hier ist es. Bevor ich jetzt an dieser Stelle weitermache, eine Sache noch. Ich bekomme sehr viele E-Mails, oder ich bekam und bekomme sehr viele E-Mails. Thomas, pass mal auf, ich und meine Frau und die Kinder, wir wollen weg aus Deutschland, uns gefällt hier nicht mehr, die Gründe sind bekannt, kannst du uns irgendwie helfen? Gib uns ein paar Tipps, kennst du jemand, hast du Beziehungen, wie packen wir das am besten an? Wisst ihr, Leute, ich bin Autor, ich schreibe Bücher, ich schreibe auch jetzt an einem Buch, ich bin YouTuber, ich bin sehr aktiv in dieser Branche. Ich schreibe Artikel für Zeitschriften. Ich bin hobbymäßig sehr viel in den Wäldern unterwegs. Ich bin Manager einer 6-köpfigen Familie. Und ich wache wie ein Habicht über meine kleine Welt. Und es bleibt nicht viel Zeit, E-Mails zu beantworten. Aber meine Antwort auf all eure Fragen, die findet ihr eben hier in diesem Buch. Seht ihr, ich habe an euch gedacht. Dieses Buch ist für euch. Für euch, die es machen wollen wie wir. Und hier steht beschrieben, alles von A bis Z, wie ihr vorgehen könnt, um eventuell in Nordschweden Fuß zu fassen. Kommen wir mal zu Nordschweden. Einige sagen, nee, Schweden ist nichts. Die Rede hier aber ist von Nordschweden. Die Leute sagen dann immer, ja, und diese hohe Kriminalität. Aber Leute, das ist falsches Denken. Warum? Natürlich gibt es in Schweden eine hohe Kriminalität, aber die findet sich im Süden. Göteborg, Malmö, Stockholm. Und ich erspare mir den Rest. Hier oben im Norden, nix, nada, nothing, rien. Kannst du vergessen. Und selbst die Kriminalität in Südschweden, Göteborg, Malmö und Stockholm, die ist nicht größer als die in Deutschland. Egal was ihr lest, egal was man euch erzählt, that's the point.
Es gibt natürlich auch einige Träumer da draußen, die denken, okay, ich packe jetzt alles zusammen und fahre nach Nordschweden. Am liebsten rein in die Pampa, mitten im Wald, wo niemand ist. Ich möchte niemanden sehen. Ich möchte eine kleine Farm im No Man's Land. Ja? Dort mit den Wölfen heulen, mit den Bären tanzen, etc. pp. Diese Leute, ich kenne da viele, die sind gestrandet. Die haben es nicht gepackt. Warum? Weil ihre Vorstellungen einfach zu romantisch waren, zu fantastisch. Weil Nordschweden ist ein Land für Pioniere. Nordschweden ist ein hartes Land. Nordschweden ist harter Tobak. Die Temperaturen hier oben im Winter, die übersteigen manchmal minus 40 Grad. Damit musst du zurechtkommen. Wenn du Kinder hast und die müssen zur Schule oder in den Kindergarten und du lebst in der Pampa auf einer Farm, weit ab vom Schuss, die kommen nie dahin. Denn den Schnee räumt dir keiner weg. Die Nachbarschaftshilfe ist zwar gegeben, aber wenn du alleine wohnst und du hast zur nächsten Straße 2, 3, 4 Kilometer aus die Maus in die Gelände. Und die meisten, die so denken, so romantisch, ich meine, ist auch ein Buch, das warnt. Ja? Mein Buch warnt auch die Menschen teilweise hierher zu kommen. Und die meisten Menschen, die so denken, die sind nach einem Jahr oder nach dem ersten Winter wieder weg, weil sie es nicht gepackt haben, weil sie einen kalten Arsch haben, weil es brutaler war, als sie dachten und weil sie ihre Kinder durch ihr Denken isolierten. Und das ist falsch, das geht nicht. Das heißt, Nordschweden ist ein Land für Abenteurer, aber nicht für Romantiker. Wir sind da durch, wir wissen es. Gehen wir mal kurz rein ins Buch. Vorne haben wir das Cover, Thomas Gast, erfolgreich auswandern. Mein Weg nach Nordschweden. Ja? Die Betonung liegt immer wieder auf Nordschweden. Ein umfassendes Buch über das Auswandern. Planung, Know-how, Integration und vieles mehr. Wir drehen das Buch mal rum. Haben Sie jemals davon geträumt, alles hinter sich zu lassen und ein neues Leben im Ausland zu beginnen? Wir ja. Wir haben es gemacht. Wir haben es geschafft. Wir sind etabliert. Thomas Gast, Ex-Fremdenlegionär und erfahrener Abenteurer, nimmt Sie mit auf seine persönliche Reise nach Nordschweden und gibt Ihnen einen ehrlichen Einblick in die Realität des Auswanderns. Von den harten Wintern in den schwedischen Wäldern bis hin zu den kulturellen Herausforderungen, Gast erzählt unverblümt von seinen Erfahrungen und bietet praxisnahe Ratschläge, die auf viele Länder übertragbar sind. Und in dem Buch sage ich auch, warum nicht Thailand, warum nicht Paraguay, warum nicht Südamerika allgemein. Es gibt da Gründe für. Und diese Gründe habe ich in diesem Buch beschrieben. Ich kenne viele Leute, die sind ausgewandert nach Afrika, nach Thailand, nach Paraguay, nach Südamerika allgemein. Das dauert eine Weile. Die meisten kommen auch hier wieder zurück, nach Deutschland, weil da drüben in diesen Ländern nicht die Kultur gut vorherrscht. In den meisten von diesen Ländern hast du von heute auf morgen einen Putsch, Militärputsch. Bad Boys übernehmen die Macht. Und dann ist dein Leben als Ausländer dort drüben keinen Pfifferling mehr wert. That's the point. Ich hab's gesehen, ich hab's erlebt. Ich war mittendrin, ich war dabei. Ich lese mal weiter rein in das Buch. Buchrückseite, ja? Dieses Buch ist kein romantisches Märchen, sondern ein realitätsnaher Ratgeber für alle, die über einen Neuanfang im Ausland nachdenken. Erfahren Sie, wie Sie sich auf das Leben in einem neuen Land vorbereiten. Welche Herausforderungen und Freuden das Auswandern mit sich bringt. Ob der Traum vom Auswandern wirklich zu Ihnen passt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, man muss sich immer die Frage stellen, warum will ich weg? Weil wenn du Probleme hast, dann bringt es nichts auszureißen, wegzugehen. Weil die Probleme, die nimmst du immer mit. Ich habe sehr viele Deutsche gesehen, die hier landen, irgendwo, irgendwann in Nordschweden. Ich würde sagen, 80% von denen, die gingen wieder weg. Warum? Weil sie nicht loslassen konnten. Weil sie ganz einfach all ihre Probleme mitgebracht haben. Und diese Leute, die können hingehen, wo sie wollen. Sie werden niemals Frieden finden, weil sie ihre Probleme immer im Gepäck dabei haben. Eine der größten Fragen ist, Thomas, pass mal auf, wie komme ich denn an die Krankenversicherung ran? Wie ist denn das? Bin ich dort krankenversichert? Ja, ich meine, du hast Frau, du hast Kinder, bist Familienvater, machst dir natürlich Sorgen, wenn das Kind krank wird, wenn die Frau krank wird. Wie sieht es aus mit Operationen, OP allgemein? Wie sieht es aus mit Ärzten, Zahnärzten etc. pp? Naja, hier hast du die Antwort. Steht alles hier drin. Wie komme ich an die PN? Wie komme ich an meine ID-Card? Wie sieht es aus mit dem Schulsystem?
Kinder, Kindergarten, Kita. Welche Möglichkeiten haben die Kinder, wenn sie mit der Schule fertig sind? Wie geht es dann weiter? Bevor wir jetzt mal reingehen in die Inhaltsangabe, da fliegen wir mal drüber. Eine Sache. Wir sind damals weg. September 21 nach Nordschweden. Wegen dieser Charlie-Sache. Das war mit einer der Hauptgründe. Es gab aber noch andere Gründe. In Europa waren damals schon die Kriegstrommeln zu hören. Das hat sich alles bestätigt. Im Frühjahr 22 sind die Russen eingefallen in die Ukraine. Die Kriegsgefahr, die globale Kriegsgefahr steigt von Monat zu Monat. Wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen, wo ich mir jeden Tag die Frage stelle, warum ist noch nichts passiert? Wir hier oben in Nordschweden, wir fühlen uns in absoluter Sicherheit. Zwar ist Schweden in die NATO beigetreten, aber wir wohnen hier in einer Ortschaft oder allgemein in einem Landstrich, wo 300 Kilometer in der Runde, wo es keine Industrie gibt, keine Schwerindustrie, wo es keine großen Städte gibt, wo es keine Militäranlagen gibt. Das heißt auf Deutsch keine Targets für irgendwelche Cruise Missiles oder Atomwaffen etc. pp. Ihr wisst, was ich meine. Hier bist du ganz einfach sicher. That's the point. Und die Leute bereiten sich vor. Die Leute hier, die lehnen den Krieg ab. Sprich mal mit den Leuten. Viele sagen, ja Thomas, du kennst die Schweden nicht so wie ich, dann bla bla bla. Aber das ist Bullshit. Wir sind ja eine große Community von Freunden. Es sind sehr viele Deutsche hier. Besonders in der Region, wo wir wohnen, sind sehr viele Deutsche. Die meisten outen sich nicht als Deutsche. Die leben ihr tägliches Leben. Man könnte von außen meinen, es wären Schweden. Sie differenzieren sich nicht von den normalen Schweden hier, die hier leben. Aber es sind halt Deutsche. Es ist hier wirklich eine große Community, wo Respekt vorherrscht. Respekt, Solidarität, Freundlichkeit. Die Schweden sind nett und wir sind integriert und das ist das Wichtigste. Ja? Und wenn sie im Süden auch immer von einer Kriegsgefahr trommeln, wenn sich da die Medien überschlagen, wie auch in Deutschland, hier oben in Nordschweden spürst du nichts davon. Da sind die Leute zuversichtlich, sie haben Zuversicht, sie haben Frieden im Herzen. That's the point. Ja? Schwedens Sonderweg, das trifft hauptsächlich auf diese Region hier zu, wo wir sind, wo wir uns niedergelassen haben. Und das ist wichtig, das bringt Ruhe rein. Wir haben Ruhe. Wir haben uns abgeschottet von diesen Mainstream-Medien hier in Zentraleuropa. Wenn es in Europa zu einem Krieg kommt, wo wird der toben? Mitten in Zentraleuropa. Was ist zentrales Europa? Deutschland, meine Freunde. That's the point. Und deswegen sind wir hier oben in Nordschweden, Lappland, wo 300 Kilometer in der Runde kein Target ist. NATO hin, NATO her. Hier oben in Nordschweden ist das Schnurz, Piep, egal. No way. Ich bin da mal auf Seite 27 für euch und da lese ich euch mal vor, ja? Aber, ganz großes, dickes, fettes Aber. Jeder kann sein Leben jederzeit verändern. Auch dann, wenn man, wie ich, die 50 schon überschritten und eine Familie mit kleinen und schon größeren Kindern hat. Es gibt da jedoch ein Wort, das die größte Mauer zwischen einem Menschen und all seinen Träumen bildet. Es ist das Wort Aber. Auch wir hatten einige Abers aus dem Weg zu räumen, denn Gründe, sich den Traum auszuwandern, eben nicht zu erfüllen, spukten auch in unseren Köpfen. Aber all unsere Freunde sind doch in Deutschland. Aber wie soll ich in Schweden Geld verdienen? Aber wir verstehen doch die Sprache nicht. Und wenn wir krank werden, was dann? Jeden dieser Punkte komme ich in diesem Buch noch ausführlich zu sprechen. Doch jetzt ist es an der Zeit, euch, liebe Leser, unser Abenteuer so detailfreudig wie nur irgend möglich zu erzählen. Und es geht los. Thank you.
Ja, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, ganz zum Schluss noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt in dieser Angelegenheit, Auswandern. Viele Leute zögern. Es stehen immer zu viele Abers im Raum. Aber in einem meiner Bücher habe ich ganz am Ende des Buches einen Satz geschrieben. Und der heißt, triff eine Entscheidung.